Okay, Servus. Willkommen zurück zu Die Sims 2. Servus, grüßen Sie YouTube. Hallo Mama, bin ich im Fernsehen? Rein theoretisch. Wenn RTL mich mal irgendwann übertragen würde, dann bestimmt. Dann kommt Mons und meint, Piste du Hus. Jetzt brauchen wir genau. Mach mal bitte für uns alle Essen, weil man hat da auch gerade Hunger. Alter, das ist schon wieder kaputt. Ja, mach mal eine. Mal was Schönes, Leckeres zu fressen für uns. Wir können uns aber auch einen Computer kaufen. Hätte ich jetzt gesagt. Nicht Multimedia, kannst du zocken. Job suchen und so weiter. Ja, wie gesagt, da wollte ich aber jetzt erstmal warten, bis das nächste Geld da ist. Okay. Bis die nächste Zeitung da ist. Ach, guck mal. Uns auch sortieren so ein bisschen nach Essen. Okay, dann reparieren wir mal. Du machst das Essen, ich repariere. Oh, die macht auch was zu essen. Vorbereiten. Ich will aber umso länger mit den Sims spielen, umso legendärer werden die irgendwie. Deiner sowohl als auch meiner. Ja, was machst du Schönes zu essen? Gemüse-Makaroni? Vokari. Focaccia? Ist das? Weiß ich nicht. Wir leben gesund auf jeden Fall. Irgendwann können wir auch, glaube ich, in uns ein Aquarium machen. Und mit diesem Aquarium können wir uns auch Fische angeln. Unter anderem. Und da kannst du auch, glaube ich, irgendwelche Pflanzen holen. Und mit den Pflanzen kannst du dann. Keine Ahnung, Gemüse holen oder sowas. So. Alter, was habe ich denn da zubereitet? Das ist wie Brot, Alter. Noch mal ein Stückchen. Erstmal ins Telefon. Vielleicht gewinnen wir ja Geld. Ja, wieder quatschen. Direkt auflegen. Können Sie bitte woanders essen? Ach nee, reicht. Okay. Wenn du dich dann zusätzlich hier noch hinsetzt, dann steigert das auch so ein bisschen dein Komfort-Dings da. Und reden halt. Unterhaltung. Irgendwie oben das Soziale. Das passt so, wie es ist. Auf, Spüle kaputt machen. Schade, dass wir keinen Geschirrspüler haben. Ach, das passt. Jetzt noch mal schön scheißen. Eine schöne Wurst legen. Na, guck mal. Du bist am Surfen. Ich brauche ein bisschen Unterhaltung. Oh, wir gehen zeitgleich rein. Ist ja witzig.
Fand ich immer so geil früher. Bei Urps ist es dann wiederum geiler, dass du dann da auch wenigstens noch Interaktion hast, wo dann die Tasten drücken. Ach so, echt? Alter, der Herz ist ja immer noch nicht heile. Nö, hab ich auch noch nicht heile gemacht. Ich war am, musste essen. Ich hab mir ein scheiß Telefon, Alter. Ah, es gibt doch auch kaum Unterhaltung hier. Man kann natürlich auch ein Buch lesen. Ich glaube, ich lese mal ein Buch, anstatt Fernsehen zu glotzen. Aber man konnte sich das auch schon richtig gemütlich einrichten. Das mal, als ich mir ein eigenes Haus erstellt hatte, habe ich mir richtig, auch richtig schön auf gemütlich gemacht. Teilweise mit Whirlpool und sowas. Und also richtig edel. Wir können auch mal so richtig einen auf Protz machen und das Geld cheaten. Wenn wir später im freien Modus sind, uns einfach eine fette Villa bauen. So Creme de la Creme. Das ist natürlich auch echt geil, oder? Oder wir fangen klein an und bauen es immer größer. Das dauert dann auch Ewigkeiten. Mit Geld verdienen und so. Oh, ich werde einer schon abgeholt und ich meine, er ist todmüde. Ob ich befördert würde? Ach, du bist auch in der Stunde abgeholt, haben wir den gleichen Job. Kann gut sein. Wenn du befördert wirst, musst du auch irgendwelche Werte steigern, ne? Bei der ersten Beförderung musst du dann irgendwelche via Reparatur oder sowas und, oder dies und das verbessern. Da kann man ja alles auch in Bücherregalen in Form von Büchern verbessern. Was ich auch extrem cool finde. Sollte aber für die erste Beförderung eigentlich reichen. Meinem geht's ja gar nicht so scheiße, bis auf den Schlaf. Okay, dann legen wir mal das Buch erstmal auf den Tisch, weil wir werden ja gleich abgeholt. Fahrgemeinschaft ist da. Leute, eine pennt auf dem Sofa. Ich geh schon mal los. Und rein mit mir. Und tschüss, bis nachher. Och, geh weg. Geh doch weg. Ich glaube, ich sollte für die auch erstmal einen Job annehmen. Leute sind die Zeitung hingepackt. Im Mülleimer. Uff, belastend. Okay, dann mache ich erstmal ein Bild. Ja, hast deine Arbeit mit Donald gekriegt, ja? Wir wollen jetzt Fähigkeitspunkte erlernen. Du oder? Ja. Es geht ja easy. Okay, ich kann nichts machen. Ja, das dauert ein bisschen, ehrlich losfährt. Manches Mal. Hinten ist einfach ein Schiff. Ach, guck mal, ich habe schon eine Stufe im Malen. Habe ich doch auch schon. Ich glaube, weiß gar nicht, ab wann man ein gutes Porträt verkaufen kann. Wie viel man dafür braucht? 5 oder so? Keine Ahnung. Chillig ist auf jeden Fall, dass man beide Sichten sieht.
Ja, das ist mega. Das ist auch fürs Let's Play richtig von Vorteil. Was halt wie, als würden wir auf Original auf der PlayStation 2 spielen. Genau. Genial. Spät unsere Woche mal arbeiten müssen. Ich glaube, wenn sie jetzt auch gleich ins Schlafen geht, dann vergeht die Zeit auch etwas schneller. Das mache ich auch, glaube ich, mal. Ein bisschen Zeit vorzuspulen. Das sind schon zwei Fähigkeitspunkte. Das ist erstmal in Ordnung. Wenn alle am Schlafen oder Arbeiten sind, dann vergeht die Zeit schneller. So, dann hau ich mal hin. Ja, es vergeht die Zeit schneller. Oh, Kusiela, jetzt ist es nicht mehr 19 Uhr, sondern... Okay, 22 Uhr 28 und sie steht auf. Schon mal ein paar Stündchen aufgespart, ein paar Minuten. Ich weiß gerade gar nicht, bis wann müssen die arbeiten? Von 18 Uhr bis 2 Uhr. Na, kann ich das schon für Wert verkaufen, oder? Wahrscheinlich nicht für wirklich viel. Wenn du Glück hattest, dann das Telefon so gegangen ist, hast du doch mal Geld von irgendwelchen Lotterien gewonnen. Am meisten wollte man nur quatschen. Was ich auch immer extrem selten, was es zwar bei Sims 2 gibt, aber was ich extrem selten mal der Fall war, war ein Dieb. Also so jemand, der einfach geklaut hatte. Dann konnte man ja die Polizei rufen, das war auch extrem. Alter, das bringt 300 Punkte, ne? Ein gut gemaltes Gemälde verkaufen. Du hast ein Bild für 3 Dollar verkauft. Wow. Wieso ist deine Leiste eigentlich noch nicht so hoch? Was? Diese hier? Oder? Kopie die meine. Du meinst die? Oh, Connection. Connection lost. Bist du noch da? Ja. Okay, Connection war gerade gelostet, aber ich hoffe, wir sind immer noch im gleichen Spiel. Ja, sind wir. Hast du noch oben? Warte, mach mal was. Ja, ich mach. Ah, okay, super. Weiß ich gar nicht, wieso die so bei mir so niedrig ist. Weil ich für die wahrscheinlich auch noch keine Mission erfüllt habe. Das ist ja jetzt für die anderen, ne? Ach ja. Ich Ja, okay. weiß auch nicht, ab wann man, ob du deine voll machen musst, damit wir irgendwie ein neues Grundstück betreten müssen. So genau kenne ich mich da tatsächlich gar nicht aus. Oder wofür das steht. So, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber warte mal, kann ich das nicht in der Zwischenzeit machen? Willst du was erwerben? Ja, mal gucken, was man sich holen kann. Computer oder? Rohstuhl. Elektronik. Es gibt schon coole Sachen. Ein Arcade-Spiel ist ja geil. Daran konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass es das gab. Ist ja cool. Wusste ich gar nicht mehr. Und man kann auch so viele Sachen freischalten.
Das ist der Wahnsinn. Flipperautomat. Man könnte eigentlich auch so eine Arcade Room erstellen, wenn man irgendwann mal im freien Spiel ist. Ja, so ein Arcade-Zimmer. Das wär auch geil, oder? Kannst du bei Sims 3 nicht mehr machen, bei 4 auch nicht mehr. Und? Kannst die ganzen Werte verbessern halt. Das finde ich halt extrem cool. Gitarre, Alter. Dreifach Fingerraketenbahn. Zeig jetzt noch. Boah, die Dinger sind halt echt teuer. Das Ding da oben war geil gewesen. Menscheninvasion. Der war auch cool, so eine Spielekonsole war das gewesen. Computer? Was ist denn das da unten? Der Automat da? Der darunter? Schokoladenautomat. Mach dich bereit für den Schokoladentrunk. Haben nur die. Komm, gönnen wir uns einen PC. Man gönnt sich ja sonst nichts. Sind danach zwar arm, aber scheiße. Das Geld gehen wir wieder rein. Jetzt ist nur die Sache, wohin? Du kannst den Teller entfernen, dann kannst du den an den Tisch setzen. Setz ihn erstmal dahinter. Genau, und dann entfernen wir den Teller, das kannst du mich auch machen. Ja. Nee. Komm, weißt du. Aber machen wir so, ja, genau. Supi, supi, supi. Haben wir. Fenster, wer braucht sowas schon? Deswegen, also ich denke mal im freien Spiel, wenn sich das die Leute wollen, wünschen, da kann man schon coole Sachen machen. Vor allem können wir uns ein geiles Haus bauen. Stuhl. Ja, also die Sachen kannst du halt nicht verkaufen. Nee, aber dann können wir das wenigstens anders verwenden. Statt da draußen. Du bist ja ein Schlingel, du. Ja, was soll denn der da auch draußen stehen? Ja, man kann sich mal ein Buch hinsetzen, ganz gemütlich. Junge, erstmal rumwerkeln. Irgendwann haben wir noch so ein Arcade-Automat. 306 hätten wir noch. Für mich dann. Ich glaube, wir können sogar einen holen. Den billigsten. Ja, Mann, wie geil. Traum geht in Erfüllung für mich. Dann packen wir nicht draußen hin. Oh, ist das geil. Ich glaube, bei diesem Spa habe ich mir den auch relativ selten geholt. Der nicht so Interesse dran hatte oder so. Mittlerweile stehe ich ja total auf sowas. Fenster, du kannst mal einen Abgang machen. Wollen wir dann gleich noch eine Folge aufnehmen oder ist denn sehr dann erstmal? Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Ich wollte gleich erstmal auf Klo. Okay. Ja, cool. Dann haben wir jetzt einen Arcade-Automaten, Computer und dann beenden wir die Folge auch erstmal. Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.